Hallo liebe Spreekick-TV-Zuschauer. Mein Name ist Christian und das ist Even. Wir spielen beim SV Blau-Gelb und wir tippen nun den 10. Spieltag der Landesliga Staffel 2. Wir fangen an mit Fortuna Biesdorf gegen Blau-Weiß Berlin. Dort tippen wir ein 3:0 für Fortuna Biesdorf, weil Fortuna Biesdorf sehr heimstark ist. Und die haben auch Aufstiegsambitionen, deswegen werden sie dieses Spiel mit 3:0 gewinnen. Brandenburg 03 gegen CFC Hertha 06 tippen wir 0:3, weil Hertha 06 spielt oben mit. Die wollten letztes Jahr schon aufsteigen, haben es leider knapp verpasst. Dieses Jahr sind sie mit Aufstiegsfavorit. So. Zum dritten Spiel. Starken zweite Mannschaft gegen den BSV Alt-Dersimspor. Da tippen wir ein 2:0 für Alt-Dersimspor. Da Starken auch im Abstiegskampf mit verwickelt ist und wir selber schon gegen Alt-Dersimspor gespielt haben und sie spielerisch stark sind, sie halt nur oft zu Undiszipliniertheiten neigen. Aber wenn sie es in den Griff kriegen, ist es auf jeden Fall ein klarer Sieg. Okay, jetzt kommen wir zu Stermarienfelde gegen SV Blau-Gelb Berlin. Ja, da tippen wir ein 0:2 für uns, für die Blau-Gelben aus Berlin, weil wir kommen da unten raus aus dem Abstiegskampf und gegen Stermarienfelde werden wir die nächsten 3 Punkte holen, auf jeden Fall. Lübars gegen Adlershof, ist sehr schwer. Bei Adlershof haben wir 1:1 gespielt. Dort tippe ich ein 2:1, knappes 2:1 für Lübars. Kann ich beide nicht so genau einschätzen, aber ich denke, Lübars wird es machen. Mariendorf gegen Norden-Nordwest, ja, tippe ich ein 1:1 unentschieden, weil beide gleich stark sind. Wir haben schon gegen beide gespielt und nehmen sich beide nicht viel. Klado gegen Internationale tippe ich ein 0:2 für Internationale, weil Internationale mit oben dabei spielt, sind gerade zweiter Tabellenplatz. Die haben mit dem Aufstieg auf jeden Fall was zu tun. Und das letzte Spiel Concordia Britz gegen Wittenauer SC tippe ich ein 2:1 für Concordia Britz, weil diese auch zu Hause sehr gut spielen und dadurch auch sehr heimstark sind. Deswegen ein Heimsieg für Britz. So, wir bedanken uns bei euch. Noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.